Hallo und Shishalavisha. Das Jahr 2021 neigt sich ja jetzt langsam dem Ende zu. Und so dachte ich mir, es wird Zeit, Danke zu sagen. Danke für die Unterstützung der einzelnen Firmen, die mich das ganze Jahr begleitet haben. Im Einzelnen werde ich sie euch aufführen, dass man sich nochmal in Erinnerung holt, wer die Mutti eigentlich so alles unterstützt hat. Und es sind gar nicht wenig, wie ihr zum Schluss dann feststellen werdet. Aber nun wollen wir mal anfangen. Januar. Januar war noch ein großes Ereignis ohne eine Firma. Die Mutti hat immer eine schlechte Videoqualität euch geliefert. Und somit habe ich mich hingesetzt, dank Beratung vom Angel, hat mich beraten und hat mit mir eine neue Canon M50 gekauft. Naja, die stellt sich auch nicht ganz so als perfekt dar, aber schon viel, viel besser als auf jeden Fall meine alte. Ich habe mir das mal ein bisschen aufgeschrieben, dass ich ja nichts und niemanden vergesse. Aber ich weiß, am 6. März war ich beim Marvin bei der Shisha-WG. Da haben wir Jubiläum gefeiert, was auch eine tolle Begegnung war. Ich kann es immer wieder nur sagen, danke für die Einladung. Und da ist auch ein Mensch auf mich aufmerksam geworden, aber mehr dazu im Anschluss. Im März. Da kam die Shisha-Box, die netten Jungs von Wesley und Burak. Die Shisha-Box, ihr wisst, die haben ein Konzept entwickelt. Die stellen Shisha-Boxen her, wo man nur weiß, dass die Shisha sich drin befindet. Aber das andere Zubehör weiß man nicht. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt und habe eine Box für euch und mit euch vorgestellt. Dann im April kam Shisha Galaxy. Die waren ja wirklich von Anfang an, seit ich gestartet habe auf YouTube, waren die so freundlich und haben mir öfters mal so Überraschungs-Unboxings zugeschickt, was ich ja immer wirklich sehr, sehr gerne mache. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Das war im April. Im April, wie gesagt, der Termin beim Shisha-WG bei Marvin, da habe ich dann auch Mo mehr oder weniger kennengelernt. Und der hat dann für gut befunden, mir eine Aeon zukommen zu lassen, wo ich ihm heute noch immer mit tausend Dank, mehr als tausend Dank verpflichtet bin. Ich habe meine Aeon Candy Frozen bekommen. Meine absolute Pfeife. Ich kann es nicht mehr, aber ihr wisst, ich habe schon ganz oft geraucht und ich rauche ganz oft und ich erwähne sie auch ganz, ganz oft. Einfach eine Mega-Pfeife. Also danke an das Team von Aeon, an den Mo. Im Mai kamen dann die Shisha-Bubbles, diese Farben, diese Pulver. Ihr habt es mitbekommen, ich habe mir da meine Welt bunt gemacht im Video. Habe ich sogar für euch einen Schluck getrunken. Mir ist nichts passiert, wie ihr seht. Ich lebe heute noch und glitze auch nicht von innen. Shisha Cloud, da habe ich eine Bestellung abgegeben, habe was bestellt und zur Überraschung habe ich eine Tribus-Virus gefunden. Die habe ich euch auch gezeigt im Video, die passt nämlich jetzt gut in meinen Eimer. Im Juli kam dann MBM Shisha Shop, auch ein Shop, wo man ganz toll einkaufen kann. Im Juli kam auch noch Shisha Arabica, die vertreiben hauptsächlich KS Apo Steinköpfe. Da habe ich auch ganz viele tolle KS Player und so kennenlernen dürfen. War auch eine sehr, sehr tolle Sache. My Shisha, die haben auch Funnels, stellen die her, Mira Köpfe und haben auch einen eigenen Grey Tabak mich probieren lassen. Auch da ganz, ganz vielen Dank, dass ich da hab mal reinschnuppern dürfen. Im September habe ich meine Herzen fliegen lassen. Ihr wisst es noch. Da ist das Teil, wo ich so gefeiert habe. Mein Mundstück mit meinen Herzen drin. Und es war die Nageli Habibis. Die haben mich auch verwöhnt mit Köpfen und vor allen Dingen mit dem Mundstück. Und den Kopf wisst ihr noch mit dem Henkel, den weißen. Das war von denen. Tehuka hat mich gleich zweimal in diesem Jahr verwöhnt. Einmal mit der Mr. Jim. Also die Jimmy-Pfeife in Blau habe ich sie bekommen. Das war schon im September. Im Oktober, was war da? Mutti ist 2 Jahre alt geworden. Ich hatte einen mega, mega Überraschungsgast, muss ich ja eigentlich sagen. Die Begegnung hat für mich der Erik Joghurtbecher, mein Moderator, für mich gemacht. Und zwar haben wir uns im September kurz getroffen bei dem Revanchie-Tasting. Ich bin dann zusammen am Tisch gesessen mit dem Dölit und mit dem Schmidti. Und ich musste früher gehen und der Erik alias Joghurtbecher ist länger sitzen geblieben und hat dann so ein bisschen Kontakt hergestellt und hat auch dann die Anfrage für mich gestellt, ob er keine Lust hätte, zu der Mutti zu gehen in ihrem 2-jährigen Geburtstag. Gesagt, getan, Schmidti kam.
Ich Riesenangst und Herzklopfen und war wirklich sehr, sehr aufgeregt. So ein großer YouTuber. Und ja, es war mega. Dieser Abend werde ich so schnell nicht vergessen. Auch Rukitas Tore Lello war da. Die haben dann alle noch Pfeifen mitgebracht zum Verlosen, wo ich heute noch sehr, sehr dankbar bin. Dann haben wir eine Pfeife verlost. Die habe ich dann wieder zurückgeschenkt bekommen von Han, war mal Solo. Habe ich eine Dushan verlost und er hat sie mir dann geschenkt. Somit bin ich Besitzer einer Dushan-Pfeife. Ja, also wirklich, das war ein mega toller Abend und ich hoffe, dass der dreijährige Geburtstag genauso toll wird. Dann gehen wir schon weiter in den Oktober. Da kam es dann nochmal zu einer Begegnung mit Wesley und Burak mit einer Shisha-Box. Da haben wir ein Special für euch kreiert. Also für die Mädchen eine Mädchenbox mit einer roten Aeon und alles, was so rot und rosa dazugehört. Special war natürlich mein Muli-Teigschaber. War auch eine sehr tolle Aktion. Danke nochmal dafür. Dann im November, sind wir schon im November, kam Space Mug auf mich zu. Ich habe schon immer gesagt, ich möchte es gerne mal probieren. Und ich bin bis zum heutigen Tag, heute ist der 27.12., bin ich immer noch sehr, sehr angetan von diesen Shisha-Pasten. Also ich habe sie mir ja am Anfang immer nur schön alleine geraucht. Zurzeit nehme ich sie auch mit Tabak und tue es unten rein. Also ich spiele da ziemlich dahin. Ich bin euch doch das Video schuldig, wo ich dann nach einer Stunde die Paste ausmache und dann nochmal neu anmache. Lasst euch überraschen, das Video kommt auch noch. Aber nicht mehr dieses Jahr, dann gehen wir ins 22. Tijuca, wie gesagt, hat mich im November auch nochmal verwöhnt. Da hatte ich dann eine Tupac in Lila oder in so Rosa bekommen und habe sie für euch vorstellen dürfen. Der November hat mir noch eine Pfeife geschickt und zwar von Rosenfeld. Rosenfeld hat mich auch verwöhnt mit dem Shisha-Rucksack, habe ich euch gezeigt, und die Rosenfeld Shisha. Was auch noch dabei war von Rosenfeld, dieses tolle Mundstück. Das kam dann auch im Komplettset mit Schlauch, mit Feder, mit allem. Also, wenn man bei Rosenfeld bestellt, kann man sich auch Mundstücke in Glas bestellen, wo als Komplettset dann kommt. Im Dezember, jetzt sind wir schon am Ende vom Jahr, Dezember kam die Schicheria Heilbronn auf mich zu und meinte: Mutti, hast du Lust? Wir könnten dir was zuschicken. Probier doch mal den Tabak von Hip Island. Den habe ich euch vorgestellt. Einmal Wassermelone. Und den anderen war es so eine süße Zitrone, beide mega Tabaksorten. Die anderen zwei habe ich noch nicht getestet, weil es insgesamt vier Stück zum Testen gibt. Dann habe ich natürlich noch Black Kokos wieder entdeckt. Wie gesagt, einmal Black Koko, immer Black Koko. Und somit haben wir das Jahr eigentlich schon durch. Ihr seht ganz schön viel, was die Mutti so unterm Jahr bekommen hat. Auch nur eine kleine Mutti mit 16.000 Abonnenten. Aber insgesamt waren es dann trotzdem 14 Firmen. Und bei den 14 Firmen möchte ich mich jetzt hier in ganz Öffentlichkeit bedanken. Danke für die Zusammenarbeit, danke für das Vertrauen, danke, dass ihr mir auch eine Chance gegeben habt. Gerade mal ein bisschen kleinere YouTuberin. Ich gebe mein Bestes oder ich gab mein Bestes und ich hoffe, es kam auch so rüber, meine Freude, mein Enthusiasmus, einfach mein Tun. Und ja, auf diesem Wege bedanke ich mich jetzt bei allen Firmen, bei allen Mitwirkenden, die mich dieses Jahr unterstützt haben, auch meine Moderatoren, die Lorena, der Markus und der Erik. Ohne die könnte ich mittwochs gar nicht live gehen, weil Mutti ist mittwochs eigentlich immer von 19 bis 21 live auf YouTube. Ja, so konnten wir jetzt mal zusammen zurückblicken. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich mal bedankt bei den Firmen, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach mal was zugeschickt bekommt. Klar, ich stelle es vor, mache ein bisschen Werbung, aber es macht mir ja unheimlich Spaß. So, ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch allen da draußen ein gutes neues Jahr. Kommt gut ins neue Jahr rüber. Ich danke auch den Zuschauern, meinen Abonnenten, dass ihr mir immer noch treu beiseite steht. Und die netten Kommentare, sei es auf YouTube, sei es auf Instagram, Shisha-Mutti, da beantworte ich ja auch immer ganz toll und bin im Austausch mit meiner Community. Bis dahin muss ich sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, mit euch jetzt schon 2 Jahre auf YouTube zu agieren. Und ich hoffe, und ich wünsche mir, dass es noch ein, zwei Jährchen, 3 Jährchen weitergeht. Und damit verabschiede ich mich mit einem ganz, ganz lieben Kuss an euch alle, mit einem lieben Shisha-Lavisha. Kommt gut ins neue Jahr 2022 und wir sehen uns drüben im nächsten Jahr. Shisha-Lavisha und bis ganz bald.